Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir befinden uns in der wahrscheinlich letzten Aufnahme für den Samstag. Hat Ribéry noch mal was gemacht? Ach so, mittlerweile zwei Tore und ein. Hattet ihr ja die drei Scorer-Punkte im ersten Spiel oder waren das zwei Scorer-Punkte? Ich glaube, es waren zwei, ne? Im ersten Spiel. Er sind leider auch bei 6, okay. Nach 5 Spielen 6 Scorerpunkte, also wenn man die Spiele abzieht, die ich abziehen will. Was, ja, kann sich sehen lassen. Ich denke, Origi bleibt erstmal unser RM, wenn er nicht komplett verkackt noch. Ich glaube auch nicht, dass Bellarabi besser ist als Origi. Nicht der normale zumindest. Wenn er mal eine Info bekommt, sieht es anders aus. Er hat Yarmolenko als RF. Er hat einfach mal Neuer im Tor, dafür aber Bartra in der Innenverteidigung. Das finde ich merkwürdig, den finde ich nicht so geil. Und ja, Tolisso, Werner im Sturm und ein 4-5-1, interessante Formation. Mal gucken, ob er die lässt. Sieht so aus. Ich glaube, wir hatten schon mal gegen jemanden gespielt mit der Formation. Jetzt konzentrieren wir uns aber wieder. Schöner Schuss, schade. Gut, Neuer, ne? Oh, Süle oder was? Ach du Scheiße! Ich habe echt gedacht, so. Ich wusste ja, dass es Süle ist, aber ich wollte halt schießen mit ihm. Habe echt so gedacht, ja, mit Süle machst du eh kein Tor, außer Distanz. Und dann trifft er den so geil und macht den Distanz durch. Ich glaube, der hat eine gute Schusskraft. Also alle diese guten Innenverteidiger haben eine gute Schusskraft, aber halt normalerweise keinen guten Fernschuss. Krass, schöner Anfang. Das freut mich für Süle. Müsste auch sein erstes Tor sein. Ich glaube, eine Vorlage hat er schon gehabt. Aus der Drehung packt er da so einen Alu-Treffer aus. Was ist denn da los? Zum Glück nur Alu. War jetzt auch keine geile rausgespielte Chance oder so, aber war natürlich ein guter Schuss. Kein Foul, okay. Naja, kam nicht so geil, die Grätsche. Tolisso gegen Tolisso war das übrigens. Auch direkt gelb bekommen. Och, Werner verletzt. Hab dich nicht lang. Oh, mir krabbelt die Stirn. Verdammt. Ach, so. Gegner spielt gut, kann ich jetzt schon mal sagen. Es ist ein sehr schwieriges Aufbauspiel bisher bei mir. Ich versuche jetzt hier logischerweise auch kein sinnloses Risiko einzugehen bei einem 1-0. Schwacher Pass, schade. Ach, der Gegner war zuletzt dran, nice.
Ah, mal rausklären, waren wir jetzt zu viel Action hier drin? Komm leider zu wenig selber in solche Situationen. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht mein letzter Angriff, dann wechsle ich vielleicht zu einem 4-1-2-1-2. Gefällt mir gar nicht, wie das bisher läuft. Ändert auch das 1-0 nichts. Geil, wie sich quasi niemand anbietet. Ich war schon durch. Ach, ins Ausvogel gelegt. Scheiße. Sehr schön. Okay, es läuft ein bisschen besser, deswegen lasse ich die Formation erstmal. Spielt auch über die, fällt mir gerade auf. Okay. Haben wir ganz geil gemacht. Aber auch richtig krasser Abschluss. Sehr schwerer Abschluss, den der Arangis reinmacht. Ich weiß auch nicht, im letzten Spiel, also in der Weekend League, dreht er richtig durch, finde ich. Noch besser als vorher. Also der ist so gut momentan, finde ich. Ich weiß gar nicht, welcher ZON da jetzt kommt, soll der noch geiler ist. Klar, gibt es da welche, aber ihr wisst, wie ich es meine. Gegen Neuer dann auch noch so ein Tor 2-0, dann lasse ich die Formation wohl erstmal. Ich glaube, ich bleib mal auf Defensiv, weil ich habe vorne nicht so viele Anspielstationen. Und ich brauche eigentlich noch ein drittes Tor, am besten noch ein viertes. Dem Spieler traue ich zurzeit auch 3 Tore pro Punkt auf und auf. Schade. Was für ein Schwachsinnstor, ey. Wir stehen genau da. Wir stehen genau da. Er schießt halt einfach nur, weil er nicht mehr wusste, was er machen soll. Und das Scheißding geht rein. Zum Kotzen. Oh, aber egal. Wir haben 2 Tore Vorsprung gehabt. Jetzt haben wir noch 1. Die Welt geht noch nicht unter. Egal, egal, steht 2-1. Wir kommen echt nicht gut durch, muss ich sagen. Aber wir haben ja nicht umsonst 2 Tore geschossen und stehen eigentlich hinten ganz gut. Deswegen. Ich lasse es erstmal so. Mein FIFA 17 habe ich auch gelernt. Einfach so dann immer die Formation wechseln, das geht dann meistens ins Auge. Also, das sollte schon in ausgewählten Situationen gemacht werden, und wenn man 2 Tore damit geschossen hat, dann kann es nicht so verkehrt laufen. Geil gespielt, aber war dann natürlich sehr schwer, da ein Tor zu schießen. Eigentlich auf Passen gedrückt. Scheiße. Das war Kacke.
Farbe nicht auch kacke. Ist eigentlich ein Foul gewesen. Oh, Ribéry geht noch, geht noch, geht noch. Das ist mir noch zu zeitig. Ich glaube, ab der 60. so. Würde ich dann mal jemanden anderes nehmen. Ah, er wechselt Ribéry schon aus. Interessant. Das gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Alter, ich wollte genau auf den anderen Innenverteidiger spielen. Was war das denn? Elfmeter. Ach, das war ein Elfmeter, krass. Okay, wir haben Glück, dass es hier noch 2-1 steht, weil das war ein Elfmeter. Auch wenn Süle nur ranläuft, du darfst halt so nicht ranlaufen. Das ist halt ein Elfmeter. Ich glaube, der Gegner ist auch gerade ein bisschen angepisst deswegen. Schade, wäre schon weitergerannt mit Ribéry. Das ist jetzt ein Foul. Das war aber wiederum meiner Meinung nach keins. Boah! Guter Schuss. Krass, dass ihn Herr Radecki einfach festhält. Schade, aber Ribéry bleibt dran. Macht er gut. Tunnelt. Sehr gut. Ich glaube, ich wechsle jetzt doch die Formation. Es gefällt mir nicht, wie wir hier durchkommen. Es gefällt mir einfach nicht. Einfach immer alle in den Lauf schickt. Spielen sie überhaupt nicht gut aus. Das geht mir gerade auf den Sack, aber ich versuche mich zu konzentrieren. Ja, absolut verdient, dieser Ausgleich.
Ach so gut. Der Abschluss war schlecht, aber der Rest war gut. Ja, wir stehen defensiv schlechter in der Formation. Ich muss wieder umstellen. Leider. Also er hat Pause gedrückt, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, aber ich denke, wir sollten umstellen. Weil jetzt ist es Zeitspiel, was ich mache. Hat er nicht schon dreimal gewechselt? Ich habe Angst, wenn ich ganz nach links ziehe, dass es dann auf den ersten Spieler geht. Deswegen lasse ich es einfach. Und flanke auf Tolisso, wenn es funktioniert. Ja. Falls wir es gewinnen sollten, ist es das erste Spiel, das wir unverdient gewinnen. Hat er aber Glück, wie der Ball abgefälscht wird. Das war's. Unverdient. Fühl mich auch nicht so gut, muss ich sagen, bei dem Sieg. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir gewonnen haben. Aber es ist ein unverdienter Sieg. Aber wir haben auch schon mindestens zweimal unverdient verloren in der Weekend League. Vielleicht sogar dreimal. Von daher muss auch mal sein. Ja, Süle direkt mal Man of the Match. Ist klar, da wird viel zu tun gehabt haben in der Abwehr. Vorlagen. Ginter hat die Vorlage. Krass. Und Werner. Paraden werden wir auch mega viel haben. Okay, 7 und Neuer nur 2. Tja, man muss auch mal unverdient gewinnen. Muss auch mal sein. So, falls wir jetzt schaffen sollten, das nochmal zu gewinnen, also das Spiel jetzt auch zu gewinnen, dann sind wir schon mal Gold 3. Das wäre schon mal ganz geil. Erstmal Mannschaft wechseln. Und Werner nicht mehr verletzt, das ist schon mal schön. So langsam aber sicher werden mit Sicherheit auch die richtig. Oh ne, Moment, ne, 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 das geht nicht. Ja, gut, ich hätte es auch gemacht. Aber ich, das Schwarz, das war immer auch das Dunkel für Schwarz, deswegen hatte ich da eigentlich auch keinen Bock drauf. Nee, Schwarz. Ja, er wechselt auch direkt. Er könnte natürlich auch ein anderes Trikot anziehen, aber wahrscheinlich wieder einer von diesen, die immer nur das gleiche spielen wollen, also mit dem gleichen Trikot. Na komm, lass dunkelblau gegen schwarz spielen, geil. Frankreich-Trikot. Aber eine Premier League-Mannschaft mit einem 79er Rechtsverteidiger, interessant. Ach ja, und es ist ein Hybrid, Müller und Werner im Sturm. Okay, konzentrieren. Diesmal möchte ich bitte verdient gewinnen, wäre schön. Schade. Ah, es gibt die Ecke. Das hat sich gerade total eklig träge angefühlt, muss ich sagen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr so. Das war, glaube ich, zu wenig. Wobei. Ja. War klar, dass der Abseits ist, aber den bekomme ich eh nicht vom Ball weg. Da geht sowieso ran. Interessant gespielt.
glaube, seine Formation kommt mir entgegen. Zumindest sehe ich hier gerade viele geile Räume. Schade. Ich muss mich konzentrieren. Es gefällt mir nicht, wie ich nach vorne die letzten Ideen so umsetze. Das soll den Rückraum gehen, der passt nicht quer. Ich spiele nicht konsequent. Ich spiele nicht konsequent. Das gefällt mir gar nicht gerade. War zweimal dran mit Koulibaly. Er schießt einmal aufs Tor und das Ding ist drin. Egal. Wenn ich konsequenter spiele, wenn ich besser spiele, also ist noch mehr drin, dann drehe ich das Ding. Definitiv. Aber muss halt auch erstmal sein. Hier war ich dran mit Musacchio, glaube ich. Dann war Koulibaly zweimal dran. Also ganz klassisches Lackertor. Aber ist egal, macht nichts. Wir drehen jetzt einfach das Spiel. Vielleicht brauchte ich dieses Gegentor, um aufzuwachen. Mal gucken. Wie krass lucky für den Gegner schon wieder. Das ist abseits. Hat ein paar Räume. Oh nein, nein, nein. Fuck. Auch schon wieder schlecht. Schon wieder schlecht. Das hat er gut gemacht. Scheiße, meine Konzentration lässt, glaube ich, nach. Ich muss dann aufhören, nach der Aufnahme auf jeden Fall. Ich muss jetzt versuchen, noch das Spiel zu gewinnen. Komm schon. Na genau, von da oder was? Spiel so uninspiriert. Scheiße. Oh. Nice luck. Grätsche. Könnte 2-0 vom Gegner stehen, obwohl er definitiv nicht gut spielt. Also schlechter als ich, aber ich spiele gerade halt auch schlecht. Ich merke, dass meine Konzentration total im Arsch ist gerade. Ich weiß nicht, wieso gerade jetzt, aber ich fühle mich auch noch gar nicht so müde. Ein bisschen vielleicht, aber es nervt gerade. Mein Kopf ist viel zu langsam.
Ja, nicht verdient gewesen, wir waren dran. Ach, scheiße. Wir spielen so schlecht, ich kotze gleich, ey. Fuck. Komm! Jetzt raff dich. So, Ohrfeigen. There will be a minimum of 2 minutes of added time. Ich spiele mir halt nicht mal geile Chancen raus und ich weiß halt, dass es nicht an der Formation oder so liegt. Scheiße, Mann! Das kotzt mich gerade an. Das ist halt ein total easy Gegner eigentlich. Komm jetzt, sieht der Blower aus. Komm schon, raff dich, komm! Taxis, reiß dich zusammen, ey. Scheiße, komm jetzt. Los, kannst hier gewinnen. Puh, komm schon. Ah, komm schon, wach auf. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. So, ganz ruhig jetzt. Coming off the pitch. Okay, das war doch schon mal ein guter Anfang für die zweite Hälfte. Mal wieder abgefälscht. Ja! 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 Lagerto, ist mir scheißegal. Ja! Jetzt machen wir noch eins. Come on! Will das Spiel gewinnen. Komm schon. Er hat halt nicht rausgeklärt, sondern versucht rauszupassen. Das war der Fehler. Also im Endeffekt war es ein Fehler vom Gegner. Fällt mir gerade so ein, es ist gar kein Lagertor, wenn es ein Fehler vom Gegner ist. Weil er muss da einfach rausklären, dann passiert das nämlich nicht, wenn er den direkt rausschlägt. Er wollte ihn halt rauspassen. Fuck! Oh, jetzt wieder eins drauf. Nein! Oh krass, das war schon wieder ein Elfmeter. Also keiner, den ich wollte, aber es war eigentlich ein Elfmeter. Das ist der Wahnsinn, wie viele Elfmeter nicht gegeben werden. Weder für mich noch für den Gegner dann. Also nicht in dem Spiel jetzt speziell, sondern insgesamt. Ach du Scheiße. Wieder eins von diesen Zaubertoren. Von Icardi. Einfach so aus der Drehung mal einen reinlegen. Das war zwar jetzt nicht schön rausgespielt, aber
verdeckt etc. So, das, ich bin nicht mehr auf der Höhe. Ich muss hier auf jeden Fall frische Power reinbringen. Komm schon, jetzt machen wir noch eins und gewinnen das Ding. Double substitution for the visitors. Coming off the pitch, number 11, Stefan El Shaarawy. And number 18, Felipe Anderson. To be replaced by number 17, Roman Alessandrini. And number 8, Oh! Krass, wieder abgefälscht war. Glück gehabt. Wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass es. Ich bin gerade überlegen, ist es verdient, dass ich führe? Eigentlich noch nicht, oder? Von daher wäre wahrscheinlich ein verdienter Ausgleich. Tja, und da ist er leider auch, obwohl ich das eigentlich einständig verteidigt habe. Das Problem war halt einfach nur, keinen Zugriff gekriegt. Was ist denn das? Was machen die denn da? Keine Ahnung, ist auch egal. Wir schießen jetzt noch das dritte. Mal wieder abgefälscht. Ne, war er nicht. Fuck. Was macht er denn jetzt? Ein bisschen rumalbern oder was? Oh. Danke. Schade. Das war ja toll von mir, zum Glück. Okay, Verlängerung. Wollen wir uns mal den Sieg verdienen?
Schöner Kopfball, Cuadrado. Schade. Der hat schon gelb, sehe ich gerade. Da müssen wir aufpassen. Das wäre so lucky gewesen. Geil, ich schicke Alessandrini in den Lauf, er läuft nicht. Oh, zum Glück kann er mit seiner Pace nicht umgehen. Nice. Okay. Funktioniert vielleicht mal von dem Spieler wenigstens der Pass, der noch volle Ausdauer hat, Cuadrado. Hat keinen Bock, gute Pässe zu spielen, wie es aussieht. Ich glaube, ich muss ihn echt mal wechseln. Mit Zuber oder so. Ohne Scheiß, den muss er machen! So eine Scheiße, ey, den muss er machen!
Fuck! Ach, Icardi, ey! Den hätte er sowas von machen müssen. Das nervt mich gerade. Egal, konzentrier dich, das ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Komm schon. Ich wollte eigentlich auch mehr nach links ziehen. Wir haben gewonnen, weil er verschießt. Er hat keinen einzigen reingemacht. So geil. Ja, dann ist es nicht ganz so schlimm. Dann war es aber jetzt noch ein spannendes Ende für mich an diesem Samstagabend. Wir haben gewonnen. Nicht verdient, muss ich zugeben. Im Elfmeterschießen haben wir verdient gewonnen, weil ja, er verschießt einen, wir halten alle. Aber in der regulären Spielzeit, wie gesagt, viel zu unkonzentriert und ich mache jetzt auch keine weitere Aufnahme. Gold 3, oder? Wenn ich es recht im Kopf habe. Und die restlichen 9 Spiele dann am Sonntag mit hoffentlich frischen Kräften. So, Tore. Oh, Torreira hat mir eine Vorlage gegeben. Tore Philippe Andersson und Icardi. Vorlagen. Ja, Torreira. Nice. Sehr geil, dann sind wir jetzt Gold 3. Minimalti haben wir wieder erreicht. Nächste Weekend League, wir kommen. Und ja, morgen dann, also für mich morgen, für mich Sonntag dann 2 Spiele. Nehmen wir mal noch die Billigbelohnung mit. Ach, Geschenkset Silber, nice. Das ist gerade immer geiler Scheiß drin, ey. Oh Gott, Pucki mit kurzen Haaren sieht ja richtig schlecht aus. Da haben mir seine langen Haare aber besser gefallen. Ah, oh, bei Schalke. Hat sich aber leider nicht durchsetzen können. 1-2 ist das billigste. Machen wir mal 1000. Ja. Ist immer schön, dass ein Vertrag mit dabei ist. Absolviere heute eine Partie Saison, Italien 3er Bagatile in einem Spiel 3 Tore mit Italienern, was? Müsste ich mir die Icardi 3-mal treffen, das würde auf jeden Fall eine fette Belohnung geben. Angeeckt, erziele heute 4 Tore nach einer Ecke. Okay. Brasilianische Tore, erziele mit Brasilianern mindestens 7 Tore per angeschnittenem Schuss. What? Okay, das Trikot ist mir auch scheißegal. Wir haben es einmal geschafft, wahrscheinlich mit Philippe Andersson. Erzielt diese Woche mit französischen Stürmern mindestens 5 Tore. Ich habe keinen französischen Stürmer, das wird also leider nichts. Deutsches Mittelfeld. Erzielt diese Woche mit deutschen Mittelfeldspielern mindestens 10 Tore in Squad Battles. Was ist, sind das was spezielle Aufgaben dieses Mal? Und dann gibt's wieder irgendwelchen Schrott. Bereite mit Spanier mindestens 5, was ist denn hier alles irgendwelche Nationalitäten? Bereite mit Spanier mindestens 5 Tore vor. Vielleicht wegen der WM irgendwie. Zuverlässiges Mittelfeld. Kaufe mindestens 4 Mittelfeldspieler auf dem Transfermarkt per Sofortkauf im Wert von mindestens 1000. Ey. Und dann kriegst du wahrscheinlich 2000 Belohnungen oder so. Ja, das machen wir alles nicht. Das ist mir scheißegal. Also egal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.